Hallo, heute präsentiere ich die Geschichte Schneewittchen. Schneewittchen ist eine Prinzessin und lebt mit seiner Stiefmutter in einem Schloss. Die Königin hat einen Zauberspiegel. Eines Tages fragt die Königin seinen Zauberspiegel, wer ist die Schönste auf dem Land. Der Zauberspiegel sagt, dass Schneewittchen ist viel schöner als sie. Die Königin ärgert sich und sagt zu seinen Diener: Bring Schneewittchen in den Wald und töte es. Aber Johann ist kein schlechter Mensch und er kann nicht Schneewittchen Böses tun. So, Johann bringt Schneewittchen in den Wald und sagt zu sie, im Schloss nicht zurückgehen, denn seine Stiefmutter möchte sie töten. Die Schneewittchen läuft und läuft, bis sie findet ein Häuschen. Im Häuschen leben die 7 Zwerge. Die Zwerge bittet Schneewittchen in sein Häuschen und mit ihm leben. Danach die Königin fragt seinen Zauberspiegel, wer ist die Schönste auf dem Land. Die Zauberspiegel sagt, dass Schneewittchen bei den 7 Zwergen ist viel schöner als sie. Dann die Königin ärgert sich sehr und danach eines Tages klopft eine alte Frau bei der Tür der Zwergen und sie hat viele Früchte und gibt Schneewittchen eine vergiftete Äpfel. Schneewittchen isst einen Äpfel und fällt zu Boden. Wenn die Zwerge kommen nach Hause zurück, ich finde Schneewittchen auf dem Boden liegen. Schneewittchen scheint tot und die Zwerge weint und bringt sie im Wald. Dann ein Prinz sieht Schneewittchen und gibt sie einen Kuss. Schneewittchen wacht auf. Und sie geht mit der Prinz in ihrem Schloss. Das war die Geschichte. So, bis bald.